Servus, liebe Leute, und wie gestern angekündigt, habe ich euch versprochen, in dieser Update-Idee geht es darum, dass der Balken nicht bei 10 anhalten wird. Wie versprochen wird das heute auch mal erfüllt bei meiner Update-Idee, denn heute stelle ich euch mal das Armeelager oder das Elixierlager vor. Wohl eher das Elixierlager, denn durch das Elixierlager, das ihr ganz einfach auf einem Turm oder Gebäude platzieren könnt, könnt ihr zusätzlich, haltet euch fest, pro produziertes Elixierlager ein weiteres Elixier unten in der Leiste gewähren. Also das heißt, ihr habt durchgehend einen Elixierpunkt mehr zum Auffüllen lassen. Das heißt, es bringt euch kein Elixier, sondern ihr könnt nur mehr Elixier auf einmal speichern. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht, wenn ihr ein bisschen defensiver spielt, aber kann natürlich auch sehr negativ sein, wenn ihr es zu lang behaltet oder ja, wenn ihr das Elixier für das Elixierlager verschwendet. Natürlich wird das Elixierlager was kosten und es, ich habe es mir so überlegt, dass es vielleicht 4, 5 Elixier kosten würde und ihr es nicht spiegeln könnt. Ihr könnt das Elixierlager nicht spiegeln. Das ist auch so eine Bedingung, die ich festgelegt habe. Und was noch als Rahmenbedingung dazu kommt, dass das Elixierlager sich mit dem Bonus-Elixier füllt. Also das heißt, wenn ihr 14 Elixier habt, dann sind 4 im anderen Elixier. Wenn ihr halt mal 4 gesetzt habt, die Elixierlager gehen aber natürlich auch mal kaputt. Wenn ihr 4 Elixierlager habt, könnt ihr 14 speichern. In jedem Elixierlager ist immer eins drin, was nicht heißt, ihr könnt es nicht ausgeben, aber wenn der Gegner ein Elixierlager zerstört von den 4, dann bekommt er ein Elixierpuffer raus. Das heißt, ihr habt ein Elixierlager auf eurem Turm, der Gegner zerstört den Turm, bekommt er das eine Elixier im Elixierlager, wo normal aufgefüllt worden wäre, also für euren Platz draufgegangen ist, aber ihr habt das Elixier ja nicht. Ihr habt es nur mal ausgegeben dafür. Ihr müsst verstehen, wie es ist. Ist ganz einfach. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Wenn nicht, schaut es euch nochmal an. Aber ich denke, ihr habt es kapiert. Ansonsten würde ich sagen, das war's eigentlich schon für die Update-Idee. Ich würde sagen, es ist eine Rare-Card. Ganz einfach, Rare ist immer gut. Das kann man häufig kriegen. Und ja, die Frage ist, was bringen die Upgrades? Ich würde sagen, die Hitpoints vom Turm werden noch ein bisschen verbessert, damit das Elixierlager nicht so schnell fällt. Oder einfach die Hitpoints vom Elixierlager, die dann dem Turm einen zusätzlichen Push geben, dass er nicht so schnell kaputt gehen kann. Aber das war's vom Elixierlager. Also ich würde mal sagen, haut mal kräftig rein. Bis zum nächsten Mal und ciao. Din baro mână se dă răsprință rână cu țăranul clasic braț la braț sau de mână trage buza peste dinți fraiere cam avut pize ca aia deci puie băi te-am văzut la disco ești mișto bineînțeles căutai putul ce pe GPS când ai el la bară te faci foc și pară blocul pentru tine un sac pe verticală mergi la sală ca un prost fără rost un popos nu știe că îmbrac un prost când lași geamul jos băi ai grijă ce zici că te zbor din extinție.